In Koblenz war ich gerade auch. In Koblenz war der Aschemittwoch des Landesverbands Rheinland-Pfalz in einer Kneipe namens Circus Maximus. Ich habe die ganze Zeit geguckt, ob ich den Guido finde, er war nicht da. Aber im Ernst, wenn man sich diese Regierung anschaut, dann kann man als Grüner doch ziemlich selbstbewusst sein. Ist eine Bundesregierung denkbar mit einem bekennend, das ist das Entscheidende, der Entscheidende, bekennend homosexuellen Außenminister ohne die Geschichte der Grünen? Ist eine Bundesregierung denkbar mit einem Finanzminister im Rollstuhl ohne die Auseinandersetzung, die Grünen hart gefochten haben, um die Rechte von Menschen mit Behinderung? Ich bin noch lange nicht fertig, warte, ja. Ist eine Bundesregierung denkbar mit einem Gesundheitsminister, der in Vietnam geboren ist, ohne die Geschichte der Grünen? Ist eine Bundesregierung denn denkbar mit einer Chefin ohne die Leistung, die historische Leistung der Grünen? Und ist eine Bundesregierung denkbar mit einer Familienministerin, die unverheiratet ist und keine Kinder hat, in der CDU, Frau Köhler? Schröder! Ja, okay, die ist mittlerweile zwangsverheiratet worden. Das weiß ich auch. Das Problem an Gutenberg ist die Weltanschauung. Wenn Gutenberg sich hinstellt und sagt, wir müssen dahin kommen, dass Auslandseinsätze der Bundeswehr eine Selbstverständlichkeit werden, dann sage ich, bei aller Differenzen, die wir untereinander haben, da kriege ich echt, dann rollen sich meine Fußnägel hoch. Militäreinsätze dürfen niemals, nirgendwo auf der Welt, jemals eine Selbstverständlichkeit werden.